Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein bisschen was hingelegt und das wollte ich euch zeigen. Und zwar sind diese tollen Teile wieder bei mir eingezogen. 12 Stück an der Zahl. Ja, das waren die, die ich noch benötigte, beziehungsweise die ich noch gebraucht habe, weil, ja, damit ich dann auch auf die 120 komme. Ich hatte ja damals das etwas kleinere Set bekommen. Und ja, und da haben mir dann natürlich noch immer ein bisschen welche gefehlt und dementsprechend habe ich sie mir dann immer einzeln dazu gekauft. Ich hatte bestellt direkt bei Faber-Castell und ja, da waren dann Gott sei Dank alle soweit so gut wie da und bestellbar. Deswegen habe ich da zugeschlagen und wie ihr sehen könnt, ja, auch dies sind natürlich wieder wunderschöne Farben. Wer jetzt fragt, ja, welche sind das? Keine Ahnung, das sind die Polychromos. Und wir gehen hier mal einzeln durch. Das ist zum Beispiel, ich stelle mich jetzt mal hin, damit ich das auch mal sehe, sonst blendet das vielleicht so ein bisschen. Das ist jetzt die Nummer 127, das ist Kaminrosa und auch wirklich eine sehr schöne Farbe. Ja, bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt. Vielleicht werde ich mir auch noch so eine Mappe kaufen, also so eine Federmappe, wo diese 120 Stück reinkommen. Bis jetzt habe ich ja nur so Art, ja, so, ja, solche Teile hier, ne? Also, wo ich dann die Stifte rein tue. Aber das war es dann auch. Aber ich muss mal gucken, wie ich die so schön in Szene setze. Hier haben wir auch eine wunderschöne Farbe. Und zwar ist es die 119. 119 Magenta Hell. Dann kommt hier das wunderschöne Gold. Die Nummer 250. Bin ich ja mal gespannt, ob man diese Farbe oder ob diesen Stift öfters benutzt oder ob das eher nur so, vielleicht um irgendwie was Besonderes, wenn man Weihnachten irgendwie wahrscheinlich, ne, also ich, oder wenn man irgendwie eine Karte macht, jemand. Weiß ich nicht, zum Geburtstag oder irgendwie goldene Hochzeit oder so, ich weiß nicht. Da wird man ja wahrscheinlich eher so diese Akzente setzen. Die wird man wahrscheinlich nicht immer benutzen. Dann hier haben wir die 142 Krapplack. Krapplack, das wollte ich sagen. Ja, bin ich jetzt auch sehr froh, dass ich jetzt alle habe. Ich glaube nicht, dass ich mich da verzählt oder sogar verguckt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alle habe. Kaltgrau 3, 232. Auch sehr, sehr schön. Ups. Dann haben wir ein Warmgrau 6, die Nummer 275. Ja, bin ich auch sehr, sehr stolz und eigen drauf, weil ja, bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich alle habe, dass ich jetzt wirklich sagen kann, oh, jetzt habe ich das Set voll, brauche mir darum jetzt keine Sorgen mehr machen, brauche jetzt auch keine mehr bestellen. Und ja, ich liebe sie einfach, ne? Und ja, hier haben wir Warmgrau 4, die Nummer 273. Das ist natürlich toll, wenn man wirklich alle Farben hat, dass man dann sagen kann, Mensch, ne, jetzt fehlt dir da nicht so eine Zwischenfarbe, sondern jetzt kannst du richtig schön kolorieren oder wie man es auch immer mag. Man muss ja nicht unbedingt jetzt diese Koloration machen, aber man kann ja auch die normal gebrauchen und mal anmalen. Aber trotzdem ist es dann einfach herrlich, wenn man einfach diese Farbvielfalt hat, diese Farbauswahl hat und weiß, okay, jetzt habe ich auch noch so ein Zwischending und da brauche ich mir da keine Gedanken machen. Einmal Zimtbraun, das ist die 189. Also wie gesagt, wenn ihr da auch noch ein paar braucht, beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar bei euch da fehlen, dann, und ihr seht hier eine Farbe, dann deswegen sage ich auch die Nummern dazu und auch wie das heißt. Habe ich jetzt hier überhaupt den Namen gesagt? Ja, Zimtbraun, genau. Und hier haben wir einmal Karmoisin, das ist die Nummer 134. Na, weil ich hatte mir, wie gesagt, jetzt auch die Tage das halt vorgenommen gehabt. Das habe ich dann auch getan. Habe gesagt, so jetzt, sonst vergesse ich es wieder oder sonst landet es wieder im Hintergrund. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, was benötige ich, was brauche ich noch, welche Farben sind noch offen. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, bestellt. Hier haben wir Grasgrün 166. Wirklich ein schönes Grün, schön hell. Ja, und dann geht es auch schon im Ende zu. Jetzt haben wir hier noch ein, wie ich finde, ist auch wirklich ein schöner
schöner Farbton, muss ich sagen. Das ist die Nummer 169. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig aussprechen werde, wahrscheinlich nicht. Caput Mortuum 169. Keine Ahnung, wie es wirklich ausgesprochen wird, aber wie ihr sehen könnt, trotzdem eine schöne Farbe. Kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Eher anders, würde ich sagen. Ohne Kamera wirklich ein schöner Farbton. Und dann zu guter Letzt, last but not least, ist einmal das Grüngold 268. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich alle da. Bin wirklich mal gespannt, wie das jetzt so ist. Weil vorher hat man dann doch immer mal so einen Farbton dann gebraucht, dann war er nicht da. Und dann hat man, oh Mist, mehr, Mensch, mir fehlen ja noch so ein paar. Ja, hier sind dann die anderen. Ja, das ist natürlich wirklich dann schön, wenn man so 120 Stück, ist eine super Auswahl, ist natürlich eine ordentliche Zahl. Ja, und es ist dann toll, wenn man dann hier so, ja, wirklich dann alle hat. Und ich liebe sie wirklich, jeden einzelnen Stift liebe ich. Und ja, ich gebe sie auch nicht mehr her. Hier habe ich dann noch die blauen und die grünen. Mal gucken, ob die alle hier so reinpassen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ist dann schon was Feines. Ne? Das muss man ja mal sagen. Und ja, ist natürlich schön, wenn man da so viele Abstufungen hat von den Farben her. Und ja, wenn man weiß, man kann auch mit Buntstiften schön kolorieren. Es müssen nicht immer die Alkoholmarker sein. Und mit Faber-Castell hatte ich immer all die Jahre, egal, auch für meine Kinder, immer... ja, war ich immer kernzufrieden, da war ich mega zufrieden, eher gesagt. Und ich hatte da nie Probleme gehabt, egal was. Und ich kaufe schon immer Faber-Castell. Und deswegen liebe ich die umso mehr und bin jetzt auch froh, dass ich wirklich jetzt alle habe. Und wie gesagt, ich habe auch nicht lange darauf gewartet. Ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich müsste jetzt mal kurz schauen. In der Rechnung war es jetzt 1,99 oder 1,89? Nee, 1,95 steht hier. 1,95 €. Ja. Also von daher, ja, werden die dann jetzt auch gleich einsortiert. Die wollte ich euch nur mal zeigen. Ja, jetzt kann auch hier wieder gesagt sein, ich habe alles, ich habe es erledigt. Ich brauche mir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Und ja. Habe jetzt alles, okay, ich, ja, mit denen kann ich auch alles kolorieren, ne? Da habe ich auch jede Menge Farbauswahl da, aber wie gesagt, ne, hätte ich jetzt einen von denen hier gebraucht und die hätte ich jetzt nicht gehabt, wäre jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, was ich hätte da kolorieren wollen, schwierig gewesen oder beziehungsweise hätte ich dann gedacht, oh Mist, Mensch, ja, habe ich ja immer noch nicht bestellt und ja, dann wäre das wieder im Hintergrund gelaufen, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt die Tage gemacht habe und dass die mir jetzt gesendet worden sind und dass ich sie jetzt habe und jetzt, ja, habe ich mein Set vollkommen und darüber bin ich jetzt sehr, sehr glücklich und ja, da bin ich schon mal froh, dass wenigstens dieses Set jetzt auf jeden Fall ja, ein Set auch wirklich ist, 120 Stück an der Zahl und ja, ist jetzt nicht mal so, als wenn man mal so schnell mal so Copic-Stifte, ja, jetzt habe ich mal alle Stifte da, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, das geht dann um Alkoholmarker und dann der Preis natürlich, ne, da kann man das hier dann doch mal etwas schneller beschleunigen, beziehungsweise ein bisschen schneller sich da bestellen, weil Alkoholmarker sind dann doch dann schon etwas teurer. Aber dadurch, dass ich mit denen ja sehr, sehr zufrieden bin und jeden Stift einzeln liebe, bin ich damit super glücklich. Ja, das war auch alles, was ich euch schnell zeigen wollte, sagen wollte. Und wie gesagt, ja, bleibt weiterhin gesund. Macht es gut, passt auf euch auf und über ein Like und auch, ja, wie gesagt, den Daumen nach oben geben. Und auch ein Abo würde ich mich natürlich herzlich freuen, weil ich muss doch schon sagen, es ist ein bisschen, ja, geht immer ein bisschen leider wieder nach unten. Da bin ich immer ein bisschen traurig drüber, finde ich immer ein bisschen schade. Klar, man muss das nicht abonnieren, das ist ja auch alles freiwillig und ja, man muss das ja auch nicht anschauen, wenn man vielleicht andere Interessen hat, um Gottes Willen. Aber man freut sich ja dann doch immer, wenn dann der eine oder andere dann abonniert und man doch vielleicht wieder ein paar mehr hat. Und dann, ja, wenn es dann wieder runtergeht, dann ist das natürlich alles nicht so schön. Und ja, das deprimiert dann einen so ein bisschen, ne? Wenn man dann immer so denkt, ja Mensch,
Jetzt hast du wieder ein paar und dann geht es wieder nach unten. Ja, finde ich immer ein bisschen schade. Aber okay, kann man ja nichts machen, ne? Aber wie gesagt, würde mich freuen. Hinterlasst doch auch einen lieben Kommentar. Ne? Oder vielleicht könnt ihr mir auch erzählen, ob ihr auch alle habt oder ob ihr gar nicht mit Buntstiften koloriert oder gar keine Buntstifte habt. Vielleicht habt ihr ja auch nur Filzstifte oder Alkoholmarker oder malt mit Aquamarkern, also beziehungsweise mit Aquarell. Oder. Da könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das handhabt. Ja, und wie viele ihr da natürlich von habt und welche Marke. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Okay, dann macht's gut. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Melli.